Warte, einmal kompressen, zweimal, dreimal, viermal, fünf, sechs, sieben. Und dann hier wäre achtfach. Ich würde bis hier gehen und dann könnten wir ja. Weißt du, was wir eigentlich machen könnten? Die Pipes zwischen den Maschinen raus tun, ne? Ja, aber ich finde, es sieht schöner aus. Okay. Finde ich. Oder wir bauen sie irgendwo einfach mal unten neben die Kabelfabrik. Naja, das finde ich hier schön, oben schön. Okay. Und wieso bin ich jetzt schon wieder hier? Wie viel Miet haben wir noch? Auch 125, geht ja. Diese war am Lachen. Auf den Seiten, die auf denen er gerade rumsurft. Es sind nicht die Seiten. Ich wollte schon Sachen. Dosh und Crazy machen die Aufnahme und Monsieur ist halt hier. Ja, ich halte es über die Fresse. Alter! 10.211 Packets Freezer an! Ja! Mann, wir haben schon wieder vergessen, dieses scheiß Kabel anzubringen. Meine Fresse. Die Kabel sind im ME. Das weiß ich. Warte mal, geh nochmal in die Maschine. Drück auf On. Ja, ne? Das geht ja nicht so schnell, ne? Fick dich. Also, laut der Theorie von Crazy hatten wir immer das Problem, dass nicht alles sofort hier rausgeholt wurde. Sondern dass hier noch Stacks dann waren. Aber es ging ja nicht schneller. Aber auf die Idee, dann Stack of Items zu nehmen, ne? Statt Single Items. Nein. Sonst habe ich es irgendwie. Oh, ja. Sulfur ist ein bisschen drin. Na. Nein, das war der Gleiter. Fuck. Kann man irgendwie Alu noch besser verarbeiten oder einfach einen Ofen? Und dann. Warte mal. Es war irgendwas mit. Du meinst Mechanismen hier, Purifier? Ja. Ja, da weiß ich noch. Bloß aber irgendein Problem. Genau. Tinkers Construct. Eben. Weil das musst du dann schon entweder in die Zentrifuge oder in den Blasfurnace stecken. Ah, okay. Okay, dann. Ob es jetzt auf die 2 ankommt oder nicht, das macht jetzt keinen Unterschied. Ganz ehrlich, Alu haben wir so, brauchen wir so gut wie gar nicht mehr. Das kann auch in den Pulverizer. Und wenn wir da noch brauchen. Da teile ich es sowieso vor, das brauchen wir nicht. Appetit, ja! Was? Appetit! Ist ja so schön. Mhm. So, was gibt's noch zu der Gamescom zu sagen? Jetzt weiß ich wieder, das war eben, habe ich noch ganz die LOL-Bühne weiter zu Ende erklärt. Hatte ich ja bei der LCS aufgehört. Und dann hatten die hier nämlich noch einen Stand von LOL. War nämlich dieses Jahr so, die hat noch ein ganzes Cosplay-Bereich aufgebaut. Das stimmt. Und ich muss aber sagen, hier, die beiden Heinis sind ja nicht so wirklich die LOL-Fans, aber die schienen mir echt beeindruckt zu sein von den Cosplays, ne? Also, die sah nicht schlecht aus, sagen wir mal so. Ja, das waren wundervolle Argumente, ne? Ja. Mit 2 Hügel. Er weiß noch nicht mal, worüber wir reden. Ja, das ist. Alter, Mann. Nicht wahr? Immerhin gibt's einen Daumen hoch. Das ist Adamantitium. Adamantitium. Ich will hoffen, dass man jetzt nicht. Okay, sehr schön. Kann man Pulverweiser stecken. Das kommt eh alles in den Pulverweiser. Nether-Salpeter auch mal. Indium schmeißen wir auch mal sofort hier rein. Platinum-Ohr von Electric Craft.
Kannst du ein bisschen leiser machen? Danke. Der hört ja doch zu. Danke. Ah. Wegen der Aufnahme. Ich habe jetzt keinen Bock, dass ich irgendwie Lizenz und so habe. Ja, das ist noch nicht lizenziert. Sicher? Wenn ich jetzt irgendwann von der GEMA eine Nachricht bekomme, ja, tut mir leid, wir sind kacke, weil wir haben hier, das gehört zu uns. Dann sag ich nur, geh mal nach Hause. Welcher YouTuber dieses Jahr gar nicht auf der Gamescom ist, was mich ein bisschen überrascht hatte? SipStep. Ja, aber er hat auch irgendwo einen Grund genannt, das weiß ich. Ja. Oben bei den Glowstone raus. Weißt du, was der Grund ist? Was? Weil das für ihn dieses Jahr nicht so wirklich interessant anscheinend ist. Ach. Ist doch schon ganz schön interessant. Also, ich glaube, Sepp ist auch eher so der Typ, der nicht einfach nur dahin gehen kann. Der will auch irgendwas sehen. Ja, wenn er gerne 3 Stunden anstehen will, klar, dann sieht er auch was. Naja, 3 Stunden kommt hin. Doof, doof, doof. Glowstone schmeißt man dann auch mal hier zu. Nether Titanium, worüber verarbeiten wir das jetzt? Ich glaube auch hier diese Ergebnisse von dem Almandin Dust. Alu, Iron, Silikon und Erzherz kann man verzichten, ne? Ja. Gut, dachte ich mir. Ab damit in den Pulverizer. Gut, hier, oh. Ach du. Was? Rutil Flakes. Rutil Ingot, Rutil Flakes. Was kann man daraus jetzt machen? Hammer nice, das kann man nur über Masturbator oder Pulverizer verarbeiten. Okay, mach mal einfach mal. Vielleicht braucht das irgendeiner. Sulfur, juhu. Nether Sulfur, juhu. Nether Lead, juhu. Nether Iron, Nether Lead, okay. Nether Emerald Ore, das war doch über den Grinder, oder? Genau. So. Ganz ehrlich, Uran. Wollen wir es einfach in den Ofen schmeißen langsam? Wir haben genug, wir haben 15k, 16k. Ich glaube, ja, ist dann so im Dreh, kann auch nur 10k gewesen sein. 18k. Oh. Ich hatte irgendwie. Ah, ne, das waren hier Obsidian, waren 10k, okay. Okay, und warte. Sag jetzt mir, dann sind noch 487 Yellowium da. Yellow White, irgendwas, oder? Ja, nee, Yellowium. Gut, Uran wird jetzt ab sofort einfach in den Ofen geschmissen. Aber so grundlegend bin ich echt reden, dieses Jahr mit der Gamescom. Letztes Jahr fand ich sie nicht so toll. Ich weiß nicht, irgendwas hat mir da gefehlt. Mir mehr Zeit. Ich war ja nur Samstag und halben Tag da. Ja, das war ja. Das war ja letztes Jahr die super Absprache. Oh ja, oh ja. Vielleicht werde ich es mal so machen, dass ich morgen mal ein kleines Video mache, ich weiß es noch nicht, ob es klappt. Okay, klappt im Sinne von, dass ich es behalte und dass ich meine Kamera mitnehme oder wenigstens das Ganze dann auf dem Handy filme. Vielleicht den ganzen YouTuber mal kurz. Und ich werde mich da natürlich dann nicht zeigen. Ich versuche das immer noch zu verhindern. Ihr wisst meinen Namen, das reicht mir, aber zeigen würde ich erstmal noch nicht. Ja. Und wieso bin ich jetzt auf dieser komischen Plastikdose am rumreiben? Okay, warte mal. Aber warte mal, unten ist da noch immer noch genug Erz. Was fangen wir jetzt mit. Ah ja, das wollen wir verdreifachen. Okay, nevermind, nevermind. Blub. Nachpferd. Ach du heilige Scheiße. Nether Osmium. Nether Copper. Nether Tin.
Nether ist Alpeter, Nether Ember, Nether Ferris, Alter, Nether. Ach du heilige Scheiße. Ja. Okay. Ist viel. Viel Arbeit. Dezent. Okay, das kann da rein, das kann da rein, das. Nee, warte mal, das nicht. Aber so. Kann man den Pulverizer echt nicht schneller machen? Nicht, dass ich wüsste. Finde ich irgendwie schade. Okay, Enrichment Chamber, kommt das in der Saptic Iron rein. Und dann haben wir jetzt Steel Dust. Ich will mal was gucken. Ach du Scheiße, schon mal, wie schnell das Steel reinkommt. Eieieiei. Was ist denn auf die Idee gekommen? Das ist ein Netherpick Iron und was war ein Stack und das wird vervierfacht. Das sind 256 Stück. Ja. Steel das bitte, das hat irgendwie unifiziert werden. Also. Ich weiß, wo wir die ganze Charcoal hinbauen können. Ah, das wird dann doch zu Tinkers Construct. Ja, aber es wird dann auf, oder? Kann man auch über die Pebbles unifizieren, so ist es nicht. Ja. Und ich schaue natürlich schon wieder da rein. Okay, nehmen wir erstmal ein paar Stack Charcoal mit. Okay, Induktionsmelter. Doof, doof. Stahl machen wir dann so. Wieso haben wir das eigentlich immer so schwierig gemacht? Keine Ahnung. Ich bin irgendwann auf die Idee gekommen, scheiße, die haben hier 7 Slots. Jupp. Das kann man nicht, aber mir kann der Sinn noch verarbeiten, oder? Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Warte mal. War das nicht? Ah ne, das war der Purification Chamber. Das stimmt ja, da war ja was. Aber so persönlich finde ich die Erzverarbeitung von was war das? Irgendwas draußen. Ich dachte schon. Dankeschön. Ich weiß gerade nicht, ob man seine Aufnahme hört. Ich will es nicht hoffen. Wie sieht denn mit den Small Piles aus? Also ich mache das irgendwann auch automatisch, ne? Ja. Gut, einmal. Zink. Duft. Antimony. Was drauf? Dezent. Oh Mann. Ob wir das irgendwann nochmal alles verarbeitet kriegen? Automatisch schaffen wir alles. Nicht. Netherrack das. Wer braucht denn bitte schön Netherrack das? Jetzt mal im Ernst. Kriegt man da irgendwas Gutes raus über wenig Aufwand? Ja klar, 120 Sekunden und kriegst einen Redstone und 4 Sulfur, Gold, das ist ein Goldnugget. Hm, ihr könnt mich mal. Hab einen Recycler damit. Bitte. Tschüss. Okay.
Chrom haben wir auch wieder was. Platin. Oh, wir haben schon wieder 16, ich kriege einen Anfall. Ah, okay, das ist gerade eine Verarbeitung. Was ist los? Er schaut ein Video. Ja, das macht er schon seit den letzten 13 Tagen. 13? Wie komme ich jetzt auf 13 Tage? Weiß ich nicht. Ach ja. Also sollte mir jetzt während der Gipfel noch irgendwann ein Ei platzen? Ich glaube, ihr versteht es langsam, wieso. Ich hoffe, dass man es sehr gut verstehen kann. Ja, das ist modifizierter Stahl, dachte ich mir. Na dann. Wenn jetzt gleich ein Platz frei wird, schmeiß ich sofort das in der Sauran rein und das nächste. Danke, Factory, ich hab dich auch lieb. Wenn's geht, geh mal kurz runter zum Reaktor. Wie viel Heating Coils brauchen wir noch? Fusionscoils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Okay. Warte mal, schau mal in die Kiste. Okay. Das waren die zwei Fusionsmaterialinjektoren. Okay, dann brauchen wir noch 13 Stück. Stimmt, ja. Laut meiner Erfahrung, ja, genau, 13 Stück. Sollte sogar jetzt craftbar sein. Also, gib mal unten in die Zeile ein Coil und dann. Warte ich gerade. Ich meine in any eye. Ganz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ah! Jut, jut. Ja, 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 ja. Ich habe alles doppelt und dreifach nachgerechnet, damit ich endlich auf die ganzen Zahlen komme. So. So. Größtenteils fertig. Jetzt hatten wir oben noch etwas Machine Casings, die ich dann auch mal drauf klatschen kann. Ich weiß nicht, ob ich die im Inventar habe oder nicht. Nein. Aber nicht, zwei Rucksäcke liegen da drin. Also ich habe da doch dran gedacht. Und die die Materialinjektoren. Hier wird freigelassen, ne? Und nur in der Mitte nicht. Ja. Doof, doof. Doof. Doof, doof, doof. Die so. Materialinjektoren kannst du auch drauf klatschen. So, wo kommen die nochmal hin? Muss ich mal kurz gucken. Materialinjektoren. Oben drauf. Wo du gerade zwei Stellen freigelassen hast. Okay. Doof. Doof. Gut, jetzt ist er zu 80% fertig. Ja, eigentlich schon. Fehlen nur noch hier die Ecken. Die hier, das sind die Energy-Injektoren. Such lieber gleich nicht danach, ne? Ich schätze nicht vor. Es ist der reine Selbstmord. Ich will nur mal schauen. Man sollte es richtig schreiben. Ich weiß nicht, was ich da gerade habe. Kommt über Wort schneller. Du hast T und H vertauscht. Ja, ja, das ist mir bewusst, aber über Wort kann man natürlich schneller. Der Block in der Mitte, das ist das Problem. Ein Superkondensator. Ja, jetzt schau mal, was mal oben in der Mitte und unten in der Mitte.